Thema künstliche Intelligenz und das mit einem Experten im Bereich der neuen Medien. Herzlich willkommen, Dr. Steven Zierke. Ihre Einschätzung, wie weit ist das Thema Artificial Intelligence? Das Thema ist erstaunlich weit. Also die Technologie hat unglaublich dazu gewonnen. Gerade im letzten Jahr ist ein Riesensprung getan. Es wird wahnsinnig investiert in den Bereich. Wir haben Förderprogramme, die jetzt auch Startups unterstützen, da zu investieren und dort auch Lösungen zu schaffen. Also insofern eine ganz, ganz tolle Spielwiese, wo es sich auf jeden Fall lohnt, reinzuschauen. Und ganz konkret, wie weit ist die Dental- und Medizinbranche zum Thema? Ja, also wie bei den anderen Branchen auch, nimmt man so langsam Tuchfühlung auf. Das ist noch nicht etwas, was überall etabliert ist, sondern das ist etwas, wo jeder langsam anfangen muss, sich da dem Thema anzunehmen. Aber es wird schon so sein, dass die Endkunden den Druck aufbauen werden über ihre gestützte künstliche Intelligenz in Richtung Unternehmen. Dann. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie vereinfachen Algorithmen den dentalen Alltag? Naja, also nehmen wir ganz einfach die Terminbuchung beim Zahnarzt. Das ist ja etwas, was wir alle nicht gerne machen. Vor allem, wenn wir dann umbuchen müssen, fällt uns das am Sonntag ein, weil wir festgestellt haben, dass irgendein Termin dazwischen gekommen ist. Das sind alles Sachen, die man vollautomatisch machen kann und die man auch gerne vollautomatisch macht. Sicherlich gibt es den einen oder anderen, der noch mit einem echten Menschen sprechen möchte. Ja, das soll er auch tun, das soll er auch weiterhin tun. Aber es gibt nur mal die Mehrheit der Menschen, die sagen, ich möchte auch am Samstag, am Sonntag oder abends oder spät nachts meinen Termin umbuchen. Und das ohne irgendwo jetzt zu warten, bis es wieder Montag 8 Uhr ist und ich dann jemanden erreichen kann. Und dann auch natürlich die Zeit von der Person vor Ort blockiere. Das kommt ja auch noch dazu. Absolut. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter, kümmern uns um die Komet-App, die Sie auch entwickelt haben. Was steckt da konkret dahinter? Ja, da geht es darum, dass wir die Modelle erkennen wollen. Es gibt ja über tausende von Modellen und die wollen wir exakt erkennen, um nachher dann dem Endnutzer die Möglichkeit zu geben, seinen Bohrer auch wieder zu erkennen. Denn wir wissen ja, wie unterschiedlich die sind, aber wie klein die Unterschiede sind und wie fein die Unterschiede sind. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, weil es mehrere tausend Bohrer gibt. Und die müssen wir alle scannen und die müssen wir alle kennen und ein lernendes System haben, was so genau wird, die dann wirklich so genau auch dann selber erkennen zu können. Und für wen, wie muss ich mir das vorstellen, ist diese App besonders von Vorteil? Das ist direkt dann auch für den Zahnarzt. Also man kann sich vorstellen, das ist wie Nespresso für einen Zahnarzt. In dem Moment, wo da was zu tun ist, kann ich die App öffnen, kann scannen und kann sofort nachbestellen. Und das soll extrem einfach sein, extrem nutzerfreundlich und schnell sein. Eine App erleichtert den dentalen Alltag. Vielen Dank, Herr Dr. Zierke. Gerne.